Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Willkommen zurück bei Game Circus Guts and Glory, die letzte Folge. Und jetzt zeige ich im Pad, wie man fährt, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, du klingst wie so ein Radiomoderator. Letzte Folge. Und nachher gibt es wieder eins. Wir haben noch nie gesagt, die letzte Folge. Nee, eins. Ja, und? Jetzt haben wir es zum ersten Mal gemacht. Ja. Es gibt für alles ein letztes Mal. Jetzt kommt. Wie zum Beispiel dein letzter Auftritt. Vor allem der Radiomoderator. So, und jetzt spielen wir eins von den 8 Liedern aus unserem Sortiment. Ja, das ist halt wirklich so. Ja. Du willst Radio. Nein, Mann! Oh, das ist. Du willst Radio hören und alles, was kommt, ist immer derselbe Scheiß. Ja. Cool, es kommt was von den Beatles. Ah, es kommt wieder Yellow Submarine. Weil die Beatles haben ja keine anderen Songs. Gerade die Beatles sind ja dafür bekannt. Hey, du kommst ja nicht mal zum ersten. Ah, gut. Doch. Das war okay. Gerade die Beatles sind ja dafür bekannt, dass sie ja kaum gute Hits hatten oder kaum Songs, die man an sich anhören kann. Ja. Nein! Ey, das gibt es nicht, Mann. So Scheiß. Ich wollte jetzt, hab gedacht, ich fahr rein und dann fahr rückwärts raus und wieder rein. Mach einfach. Aber ich denke mir, die haben so viele schöne Songs. Auch, weißt du, welche, die viele vielleicht nicht jederzeit oder die ganze Zeit gehört haben. Weißt du, dann sollen sie halt mal irgendwie, ja, auch mal unbekanntere spielen. Nein, das gibt es, ey. Fuck you. Fuck you. Fuck you, Mann. Was, also, schaffen muss man es ja schon noch können, ne? Ja, das schafft man schon, du bist halt so dumm. Ja, ja, wir haben ja gesehen, was du eben zustande gebracht hast. Nicht mal den zweiten Checkpoint hast du erreicht. Ich habe es jetzt wenigstens einmal geschafft. Mhm, deswegen wirst du auch immer beim ersten Checkpoint wie gespawnt. Ja. Eben. Komisch, oder? Komm jetzt. Ja! Guck, wie kann er mich... Ich bin doch schon hinter dem fucking blauen Container, nein, bist Mann! Du nicht. Was ist das für eine Physik? Fliegt die Kugel so? Die Kugel fliegt im Kreis. Das ist eine Suchkanonenkugel. Wie eine Suchrakete. Das ist von dem Kindersong, die Kugel fliegt im Kreis und deinem Vater in den Kopf. Was ist das für ein Kindersong, bitte? Das gibt's wirklich. Die Kugel fliegt im Kreis, dein Vater an den Kopf. Also geht's halt nicht um eine Kanonenkugel. Ja, ich dachte es mir fast. Aber. Ja! So. Okay. Ja, also, boah, leck, dass es abzieht. Warum, wo fährst du hin? Ja, weil die Kugel trifft mich so weit hinten an, du kommst ja anders nicht hin. Das ist ja unmöglich. Du hast ja Angst. Ja, natürlich habe ich Angst vor der Kanonenkugel. Angst vor einem Videospiel hast du. Schreibt mal bitte alle in diese Kommentare, Sascha hat Angst vor einem Videospiel, haha, was für ein Noob. Ja, schreibt es bitte alle in die Kommentare. Alle, bitte. Bei fünf, wenn es 5 Leute reinschreiben, jetzt. Dann ach, fick dich doch. Dann stelle ich, den Porno vom Sascha online. Ja. Ja, bin schon gefunden, letzte Episode. Ja, na toll, und wieder von vorne. Als du auf dem Klo warst. Mhm. Ich habe nur in den Folder reingeschaut, privat. Und dann... Toilet Stuff? Nein, bitte nicht anklicken. Da, oder? Das war doch der Ordner. Ja, genau. Bitte nicht anklicken und dann, wenn man dann trotzdem, obwohl Alter. Man ja aufgefordert wird, nicht anzuklicken. Was ist denn das da oben? Was denn? Da ist ein Kackerhaufen. Wähl deinen Helm. Ja, cool. Wir haben gar nicht keinen. Ja. So ein Scheiß. Das haben wir noch verpasst. Ja, schön. Richtig. Da hat sich die letzte Folge doch gelohnt. Ja, ich komme mit dem Kot auf dem Haupt. Kot auf dem Haupt. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hieß Frau Kohlhaupt. Frau Kothaupt? Nein, Kohlhaupt. Ja, ich hab's schon verstanden. Aber ich finde Kohlhaupt ist auch ziemlich witzig, weil. Was auch gut wäre, Kohlhaut. Stell dir vor, deine Haut wäre aus Kohl. Oder und du müsstest dich immer so abschälen, weil sie ja... Ach, dieses Spiel... Ich hab doch einen Helm getragen, was... Verstehe ich auch nicht. Das macht mich aggressiv. Wie bei Werner, wo sie auf dem Bau sind. Und dann... Ihr habt doch alle gesagt, ihr sollt Helme tragen! Helme sind wichtig und schützen euer Leben! Und dann, fliegt so ein Ziegelstein auf sein Gesicht. Während er das sagt. Ich sag's, ich hasse Werner. Ich fand das absolut den dümmsten Humor ever. Nee, das ist richtig. Ich fand das richtig. Die Russen kommen! Ja, die kommen ja auch. Ach, du bist halt einfach nicht in der DDR aufgewachsen. Ja, genau. Deshalb kann ich nichts von dem Humor verstehen. Richtig. Ich bin in der DDR aufgewachsen und finde das witzig, was das Känguru erzählt. Ja. Aber nur, weil es ein Känguru sagt. Mhm. Haha, ein sprechendes Tier. Lache ich die ganze Zeit. Haha, ein sprechendes Tier. Ja, genau. Es geht ja gar nicht um den Inhalt, das es vermittelt, sondern. Haha, da spricht ein Tier. Ja, da spricht ein Tier. Ein Pinguin. Das ist ja lustig, Marc-Uwe. Duzt ihr euch?
Nee, ich rede von dir. Ich hätte es fast geschafft, das gibt es doch nicht. By the way, ich duze alle. Ja. Alles. Alles und jeden. Ich duze alle weg, weil ich bin der krasse Dude. Jetzt endlich darf ich weiter vorne anfangen. Der Duzer. Ja, ich gehe halt immer hin und sage mal, was geht ab, Dudes? Und dann sagt immer, hey, Dudes uns nicht. Hey, Dudes uns nicht. Oh Gott, der war richtig, richtig gut bescheuert. Hey, was geht ab, Dudes? Hey, Dudes uns nicht. Boah, fast, schade. Eigentlich mag ich Pointenwiederholer nicht, aber bei der Show mache ich es, merke ich, sehr oft. Du machst es immer. Das kommt auch aus, es war auch ein Zitat aus dem Buch, zu also. Dumm. Aber tatsächlich fand ich das gerade witzig, dass ich es einfach nochmal sagen muss. Ich finde es schön, wenn du meine Witze gut findest. Dudes uns dann nicht. Dann weiß ich. Dudes uns nicht. Wenigstens einer lacht. Jetzt komm, komm, komm! Oh, nice. Ich wusste, du schaffst es. Ja, ich schaffe es. Oh, leck. Aber schön zerdrückt. So. So, eine Bonistrecke noch. Bless you. Wir gucken nochmal. Gucken nochmal in die nächste rein, was da passiert. Das sieht doch schön aus hier. Der Baumstamm mit den Spikes. Spike-Stamm. Es gibt nur wenige Dinge, die das Herz eines richtigen Hinterwäldlers mit so viel Freude erfüllen wie das Spielen im Schlamm. Wie schnell kannst du diese rutschige Strecke bewältigen? Okay, schauen wir mal. Die haben die üblen Vorurteile. Das finde ich gut. Earl. Was ist das für eine Apparatur? Weil das überleg mal, wie aufwendig das ist, das zu bauen. Ja, mit dem Fahrrad, jawohl, gib alles. Ich gebe alles. Okay, nur für euch, letzte Folge, wie der Sascha schon verlautbaren hat. Letzte Strecke. Danach gehen wir runter und drehen sie im echten Leben. Wäre ich auch dafür. Oh, nee. Oh. 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 Hä? Pfeile. Oh. Oh, ist das witzig. Oh, aber Gott. Wahrscheinlich prallt der Baumstamm auch von dir ab. Ich hoffe's. Boah. Okay, eigentlich war mal so schwer. Eigentlich, ja, wenn du halt nur... Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, warte, das war jetzt die... So, es war sehr antiklimaktisch. Ja. Du hast es einfach aussehen lassen, siehst du? That's what she aber, said. Aber, jetzt pass auf, jetzt machen wir das nochmal. Aber im Fail-Modus. Jetzt machen wir das mal so, wie die Annette das fahren würde. Mhm. Also im echten Leben. Ja, mit dem Thema auf dem Kindersitz hinten drauf. Ja. Schön, wenn alle immer namentlich erwähnt werden. Ja. Jedes Mal. Komm, Tim, wir fahren in den Wald. Was ist denn das? Selbst im Fail-Mode ist ja nicht gut. Warte mal, ja, ich muss ein bisschen... Ist eigentlich noch gar nicht so... Oh. Tim ist am Arsch. Tja, Annette. Und Annette sieht sehr männlich aus auf einmal. Stimmt. Ich muss hier den Counter kriegen. Oh, das Fahrrad ist unzerstörbar. Und die Pfeile sind, also für das, wie die Kanonenkugeln programmiert sind, sind die Pfeile umso schlechter. Warte mal, guck mal, die gehen voll durch uns durch, oder was ist das? Jetzt hat einer getroffen. Ich will sehen, komm, der ist nur in der Wade. Geil, wie es noch weitergeht. Ich finde schön. Ich finde, das ist ein schönes Schlussbild. Ich würde auch sagen. Also, danke an Annette und Tim für dieses Bild. Und nächstes Mal bei Game Circus. Und euch noch einen schönen Sonntag, gell? Warum Sonntag? Ich habe einfach irgendwas gesagt. Vielleicht, hör auf damit, da muss ich kotzen. Vielleicht gucken ja Leute das irgendwie an einem Dienstag an. Das kann ich nicht akzeptieren. Das verwirren die total. Deshalb sagen wir einfach bei jedem Ende immer schönen Sonntag. Nee, wir sagen immer schönen Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Freitag oder Donnerstag. Oder hör auf damit, ich muss kotzen. Weißt du, was noch schlimmer wäre? Stell dir vor, du würdest einfach sagen... Ja, wir wünschen euch einen fröhlichen 1. Juli oder 2. Juli oder 3. Juli oder 4. Juli. Und du musst das ganze Jahr durchgehen, weil es... Oh Gott, Peter, aufhören. Ich kann nicht mal hier auf den Bildschirm gucken. Ist ja alle kotzen, oder was? Ist ja furchtbar. Oh, danke. Wie viele Pfeile? Danke. Das will man am Ende gern sehen. Geht gar nicht so schnell. Okay, so. Schön war's. Schön war's.